Billy Tiger, Leute. Das ist von Rossmann aus der Kinderabteilung. Kauft es den ganzen Kindern weg. Das ist so lecker. Meredith. Ihr wisst, was ich meine. Ich hab den Nachnamen vergessen. Meredith Duxbury. Sie ist überall auf TikTok, überall auf Instagram. Und zwar ist es die gute Dame, die unfassbar viel Foundation allgemein Produkte benutzt. Ist so ein bisschen kontrovers. Oh mein Gott, was macht sie? Verschwendung, es kann nicht gut aussehen. It's a scam und ja, yeah, whatever. Auf jeden Fall, people drehen durch, weil jemand mal wieder anders ist. Und wir mögen nicht Menschen, die anders sind. Wir mögen auch Menschen nicht, die andere Dinge machen, als wie wir sie machen. Das finden wir doof, das finden wir kacke und muss im Keim erstickt werden. Wisst ihr, wie ich meine? Aber auf der anderen Seite schwingen wir Fahnen. Woo! Lass die Leute so sein, wie sie sind. Let them live and breathe. Naja, auf jeden Fall wurde ich auf diesem Video verlinkt. Es wurde mir auf Instagram geschickt und wurde auch immer gefragt, ja, Hatti, kennst du die? Die macht so voll krass Make-up. Das kann noch nicht gut aussehen. Und ich habe schon ein paar Videos gesehen, die das so nachkreieren. Also ich denke mir, selbst wenn es ein Scam ist, sagen wir mal, wenn sie sich nicht so schminkt, es gibt dir viele Millionen Aufrufe, viele Millionen Likes und ich denke mir, wenn es das ist, was ihr den Erfolg bringt, am Ende läuft immer das, was kontrovers ist. Am Ende ist immer das, was gut läuft, ist schockiert, was Trash ist. Alles, was qualitativ ist, hochwertig ist, ist halt boring, das ist whatever. Ja, deswegen, die Menschen lieben Trash und deswegen sind diese Dinge halt auch immer groß. War schon immer so. Ich denke mir, selbst wenn es einfach nur ihr Content ist, finde ich super, soll sie einfach machen. Aber ich teste für euch jetzt aus, ob es eben funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren kann, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich ein bisschen weird aussieht. Wir werden es herausfinden. Ich denke, sie hat für sich einfach diesen Weg gefunden. Vielleicht macht sie auch einfach nur Spaß. We don't know and we don't care, right? Ich hatte eigentlich was anderes an, aber ich musste das ausziehen, weil es zu hoch ist und ich kann nicht riskieren, dass das dreckig wird. Also mache ich das hier. Und sie sagt, wir brauchen auf jeden Fall ein Haarband. And this is what we are doing. Looking crazy. Okay, okay, okay. Die Gute macht, beziehungsweise sie benutzt zwei Foundations. Also sie mixt ihre Foundations. Aber sie hat eine dreiteilige Videoreihe gemacht auf TikTok. Get Ready 1, 2 und 3. In diesen Videos benutzt sie zum Beispiel die Huda Beauty 4 Filter Foundation. Die habe ich nicht, weil ich die für meine Haut überhaupt nicht mag. Und dann noch die Dior Forever Skin Glow. Die habe ich selbstverständlich da. Und ich habe eine Foundation jetzt ausgesucht, die so ein bisschen in diese 4 Filter Richtung geht. Und soweit ich weiß, nimmt sie 8 Pump von der einen und von der anderen. Irgendwie so. Ja, dann tun wir das doch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fuck my life. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fuck my life too. Ich spüre, ich krieg jetzt schon Anxiety. Auf jeden Fall mischt sie das Ganze immer. Dann verteilen wir das doch mal hier. Zack. Also ihr kennt sie wahrscheinlich ja sowieso. Habt ihr es mal ausprobiert oder ist es für euch sowieso, kommt gar nicht in Frage. Mögt ihr ihren Make-up-Style überhaupt? Ist es was für euch? Meine Freundin Mandy liebt sie. Sie findet es halt einfach witzig, ihr zu folgen. Sagt auch, sie würde sich nie so schminken. Könnte sie sich auch gar nicht, sagt sie, aber sie findet es halt amüsant. Auf jeden Fall haben wir das Ganze und sie nimmt es sozusagen so in die Hände. Und ich traue mich das eigentlich gar nicht. Und macht es halt überall hin. Also Farbmatch auf jeden Fall 10 von 10. Lord, have mercy. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich total normal an. Es ist, als hätte ich eine bisschen kräftigere Creme. Wisst ihr, so eine schöne, saftige Creme für den Winter. So fühlt sich das an. Die Dior Foundation ist wirklich stark parfümiert. Ich habe so ein leichtes Brennen auf der Haut. Aber es liegt daran, dass ich gestern, glaube ich, auch so ein bisschen Peeling gemacht habe. Und jetzt brauchen wir einen Booty Blender. Also ich habe hier bestimmt so ein, zwei Pump noch Produkt auf der Hand. Ich habe es jetzt ja verteilt sozusagen. Und jetzt brauche ich eine Booty Blender. Also in ihrem Get Ready sagt sie halt auch, ihr braucht ein Haarband. Und ist auch klar, dass es nicht für jeden funktioniert. Aber das ist halt so, wie sie es macht und wie sie es halt liebt. Dass man es nicht in einem zu heißen Raum machen soll. Dass man lieber einen weichen Schwamm benutzt als einen härteren. Genau, also sie sagt dann halt so,
oder gibt dann halt so ein bisschen ihre Tipps zu dieser Technik halt mit. Ich denke mir nur, okay, lass es gut auf der Haut aussehen. So gar kein Problem. Wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, worüber ich mir Gedanken mache? Make-up-Ränder, Jacke, Schal, Pulli, keine Ahnung. Wie soll das aussehen? Da kriege ich ja Anxiety. Ich sag mal so, das sieht schon heftig flawless aus. Okay, ich fange mal an mit der Kontur. Sie hat wirklich eine richtig heftig cremige, dunkle Kontur. Ich nehme diese Palette und gehe eigentlich jetzt in die dunkelste Farbe rein. Sie macht halt Klassik so, ne? That's intense and that's a lot. Mucho, mucho, mucho. Also das ist die Kontur. Ich weiß nicht, ob sie es auf der Nase macht, weil das zeigt sie nicht. Und dann blendet sie es eigentlich mit so einem fetten Pinsel aus. Also ich muss sagen, es verblendet sich alles extrem gut. Das sieht auch richtig flawless aus. Was soll ich sagen? Also ich habe Spaß daran. Aber halt auch ein krasser Verbrauch. So, ne? 8 Pump Foundation. Also wenn ich mal überlege, dass mir Foundations teilweise jahrelang halten mit 2 Pumps so, bin ich halt voll good to go. Aber mit 8 Pump, ich denke, da ist man bestimmt, wenn man es jeden Tag benutzt, bestimmt in so einem Monat schon durch mit so einem Produkt. Wahrscheinlich sogar schon schneller. Concealer. Ich konnte sehen, dass sie das von Hourglass benutzt. Und tun wir das doch auch. Und dieser Concealer ist wirklich heavy, ne? Der ist auch nicht ohne. Und die gute spart halt auch nicht an dem Produkt. Und wieder verblenden. Also eigentlich gibt es da nichts mehr zum Abdecken. Ist ja klar. Es ist dann halt eigentlich nur noch so, glaube ich, Highlight zu setzen. Dieser Concealer stinkt so nach Fisch. Ey, ist der gekippt? Das frage ich mich. Riech mal bitte an meinem Gesicht. Nee. Bitte, bitte, bitte. Oh. Mhm. Der ist gekippt, ne? Richtig fischig. Boah, das riecht wie so eine Sardinenbüchse-Dose. Dann kann ich den ja auch entsorgen. Das Video reicht noch. Mein Gott, Leute, ich kann, wenn ich will. Ich könnte mir einen Text ins Gesicht noch reiben. Hier sind jetzt so viele Fussel eingearbeitet. Hätte ich so rumschreiben? Ja. Also, ich dachte, ich habe es richtig gemacht. Ich so, heute bin ich mal richtig genius. Okay, next step, Powder. Und wie ich sehen konnte, es ist das von Laura Mercier. Bevor wir weitermachen, Liquid Blush. Also ganz zeigt sie nicht, wie sie ihren Blush ausblendet. Auf jeden Fall was unter ihrer Nase an Blush. Das ist eigentlich so ein krass pigmentierter Blush, aber die Produkte, das ist so Öl geworden, das hat das so eingesaugt. Jetzt ist Puder dran und da geht sie wirklich mit einem Powderpuff rein und settet ihre Base. Ich denke, dass man für diese Art von Make-up auch richtig viel Puder braucht. Also nicht so ein bisschen, sondern wirklich richtig rein. Also ich mache viele klopfende Bewegungen, ohne diese Massen an Produkt zu bewegen, sondern ich betoniere das so ein bisschen ein, um ehrlich zu sein. Ich glaube, weil wenn ich jetzt so komische Bewegungen machen würde, da ich weiß nicht, ob das darunter halt wirklich bleiben würde. Ich habe mittlerweile schon das Gefühl, dass mein Powderpuff auch schon feucht irgendwie ist. Also ganz transparent ist sie trotzdem nicht mit den Videos, weil man weiß nicht, settet sie ihre Augenlider oder nicht, weil sie geht mit dem ganzen Produkt ja hin. Man sieht nur irgendwann, dass sie halt Lidschatten aufträgt, hat sie dann nochmal einen Primer aufgetragen. Das sind so halt die kleinen Steps, die mir halt einfallen, finde ich persönlich, wenn man das halt macht. Wie macht sie es halt wirklich? Der Übergang von einem Hals zum Dekolleté ist auch wunderschön. Die Hairline ist vor allem auch gut. Ich finde, die ist richtig gelungen. Okay, also ein bisschen pastig fühlt sich's an, muss ich sagen. Hier so um die Augen herum. Also wenn ich lache. Also ich glaube, wenn du nicht in deinen 20ern bist und ich glaube, hier nicht so Filler hast, dann sieht es halt so aus. Next Step ist auf jeden Fall Bronzer. Dann machen wir das mal auf. Ich nehme dafür einfach den Puderpinsel, den ich eben genommen habe. Und versuche irgendwie noch diese Haarlinie klar zu kriegen. Und ich habe jetzt einen klassischen Puderbronzer genommen. Das hilft mir dann auch nochmal, das Produkt irgendwie zu setten. Weil ich hatte das Gefühl, dass trotzdem alles noch voll klebrig und pastig ist. Das ist so witzig, so viel Produkt. Wenn ich so in den Spiegel gucke, durch die Lipfiller, die ich habe, sieht das aus, als hätte ich hier eine Kontur aufgemalt. Also diese Lipfiller-Kontur, die halt da ist. Mit so viel Produkt wirft so viel Schatten. Das sieht aus, als hätte ich echt so einen Lipliner genommen.
Das ist total krass. Achso, und was sie sagt, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, dass diese Technik halt auch gut ist, wenn man sich zum Beispiel die Gesichtshaare wegrasiert, also alles, was man an Fläumchen hat. Und she's right. Also bei mir ist jedes einzelne Gesichtshaar da. Lebt sein Leben, sein bestes Leben. Dann trägt sie Blush auf. Ich habe gesehen, dass sie einen von Hermes nimmt. Ich habe auch einen von Hermes, aber ich glaube, wir haben beide zwei völlig unterschiedliche Farben. Willst du das? Sobald ich mir meine Nase schnaube, wisst ihr, wie diese Nase aussehen wird. So wie diese Schrift eben auch. Und dann benutzt sie die Dior Highlighter Palette. Ich glaube, das ist diese hier. Keine Ahnung, welche Farben sie nimmt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, sie geht in diese zwei hier rein. Ah, ich kriege einen Heulkrampf. What is that? Oh, wie meine Haut. Oh, OMG, guck mal. Als würde ich eine Maske tragen. So Latex. I'm getting old. This is fucking real skin. Ach du Scheiße. Ich hoffe, das ist nur durch das Make-up so. Also auf jeden Fall hat sie irgendwann eine Nose Contour. Ihr Blush ist definitiv hier oben drauf. Also sie hat auch eine sehr, sehr lange Nase und dann eine sehr feine Spitze und die akzentuiert sie halt heftigst, ne? Ich nehme jetzt einfach den Bronzer als Kontur. Ich habe jetzt so einen fluffigen, federigen Pinsel genommen, damit ich bloß nicht die Schicht darunter abtrage. Und ich habe wirklich heftigst viel Puder im Gesicht. Und dann haben wir ja eben noch über die Nase gesprochen, dass die richtig gut gehighlightet ist. Das mache ich. Same, same. Ich nehme einfach dafür den gleichen Highlighter. Die highlightet das ja auch so ein bisschen. Achso, und sie sagt, dass Primer auch super wichtig ist. Also wenn sie keinen Primer benutzt und diese Make-up-Technik macht, dann sieht das halt nie so gut aus, wie wenn sie einen Primer trägt. Ich habe halt richtig gut Skincare drauf. Deswegen... Oh, hier ist ja gar kein Spiegel. Hi! It's me again. Next step ist, sie macht ihre Augenbrauen. Ich gehe davon aus, macht sie das eigentlich mit einer Pomade? Wirkt so, ja. Also sie füllt sich die hier gerade auf. Die Foundation-Reste sind auch exakt so drauf. Und ja, Pomade. Ich weiß nicht, ob ihr bereit seid. Also ich meine wirklich, ich weiß nicht, ob ihr auf das Endergebnis vorbereitet seid. Ich wusste nicht mal, dass ich so behaart bin im Gesicht. Like, Sebastian is shaking. Bro, what is happening? Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch mit Pomaden arbeiten kann. Ich weiß überhaupt nicht, ob man mich jetzt hier so einfach drauf loslassen kann. Ich habe ja schon Videos auf TikTok gesehen, die auf ihre Routine sozusagen reagieren und dann so sagen, ja, da ist ja ein Cut. Das heißt, sie macht so wisch, wisch, wisch und dann gibt es einen Cut und dann hat sie sich abgeschminkt und schminkt dann halt alles richtig nach, damit es dann halt so normal aussieht. Da ist kein Weg, dass es so normal ausschaut und so. Keine Ahnung, ich denke schon, dass das passen wird. Das Ding ist, ich kriege die Foundation-Reste in meinen Haaren nicht abgedunkelt, weil meine Haare sind halt so wie blond jetzt geworden. Ich glaube, es passt halt gut für Leute, die helle Augenbrauenhaare haben. Okay, meine Augenbrauen wirken grau und ich habe schon echt viel Pomade drin, aber dadurch, dass so viel Foundation in meinen dunklen Augenbrauenhaaren liegt, ist es unmöglich, die hinzukriegen. Und dann geht sie noch mit Augenbrauengel rüber. So wie ich es erkannt habe, ist das von Benefit. Nimmt sie zum Schluss auch ein Setting Spray? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Flüssigkeit würde wahrscheinlich die Base durchbrechen, kann ich mir vorstellen. Okay, danach nimmt sie sich erstmal, man glaubt es kaum, Foundation-Reste von der Lippe. Oh, das fühlt sich an wie Gips. Ach. Sieht doch süß aus. Cutie Bear. Also sie hat dieses Augen-Make-up geschminkt mit einem Blending-Brush. What the fuck? Würde ich nie hinkriegen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wie? Wie macht man das? Sie geht einfach so mit so einem grünen Liner. Und die Augen von wie sie schminkt. Erinnert mich sehr an Niki Tutorial, so dieses leicht ovale hier oben. Alright, das ist der fertige Look. Ich habe so ein bisschen Augenlippen versucht, so zu machen wie sie ihre Haare zum Schluss. Kommen wir zum Ergebnis. Ich glaube, wenn ich nicht gesagt hätte so, ah, ich schmink diesen Look, sondern das ist der Look für, keine Ahnung, dies und das, Inspo für euch, dann würde es wahrscheinlich gar nicht so krass auffallen. Aber it's a lot. Tragegefühl, finde ich, macht gar keinen so großen Unterschied. Das fühlt sich für mich an, als würde ich ganz normal so ein Full-Face-Make-up tragen, wirklich mit viel stark deckenden Produkten. Also wenn ich so richtig
krass crazy glam möchte, so back zu 2018 YouTube-Zeiten, wisst ihr, wie ich meine, wo alles einfach ein bisschen mehr war, so fühlt sich's an. Außer, dass ich sagen würde, so um diese Augenpartie, dass wenn ich bewege und lache, dass ich da schon merke, als wäre da so etwas drauf und es bewegt sich so ein bisschen mit. Also so, als hätte ich, ja, wie so eine Gesichtsmaske, genau, die man aber abziehen kann. Wisst ihr, diese ganz dünnen, die trocknen und dann kann man sich das abziehen. So fühlt es sich an, als hätte ich da was um die Augen. Was mir halt natürlich auffällt, ist reifere Haut. Also reifere Haut, wisst ihr, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber... Ne, ist halt auch nicht mehr so 20, da merkt man das dann halt schon, ne? Wenn man lacht und redet, hier die Krähenfüße, hier so dieses Eingefallene, sage ich mal, sieht man dann natürlich krasser, als wenn man eben, ich sag mal, ein gängigeres Make-up schminkt, so was man vielleicht öfter sieht. Ich will nicht sagen normal, weil was ist schon normal so, aber so ein gängigeres Make-up, finde ich, fällt das dann nicht mehr so auf wie diese Vase hier. Ja, es ist natürlich des Todes oxidiert. Die Farbkombi ist einfach heftig. Gepaart mit Bronzer und allem. Das ist schon krass. Ja, man merkt es natürlich halt in der Haarlinie extrem. Das ist meine Kopfhaut. Halt weiß. Also wirklich literally weiß. Und dann so diese... ich fühle mich so ein bisschen wie die Maske. Mit Jim Carrey. Ja, so fühle ich mich ein bisschen. Aber Spiegel, also mein Spiegel ist... weiter entfernt als mein Arm, also gefühlt nochmal so eine Armlänge. Von da sieht es richtig nice aus, außer wirklich diese Augen-Highlighter-Partie. Aber alles andere sieht ziemlich snatchy aus. Aber die wahre Wahrheit steckt in der Handykamera. Ich würde sagen, das ist genau die Partie, die ich meine. Ich glaube, wenn ich mich nicht bewege, so ganz steif, aber wir lachen und reden ja, dann ist es nämlich genau das hier. Hier die andere Seite. Kinn ist bei mir immer ein bisschen schwierig, finde ich. Meine schlimmste Stelle im Gesicht ist hier. Ich hatte ja mal vor Jahren eine Nasen-OP, allerdings medizinisch, nicht ästhetisch. Und ich habe hier Narben. Und ich glaube, durch dieses ständige Schnauben, ich habe ja auch eine Sinusitis, es ist hier sehr, sehr faltig bei mir, sehr, sehr trocken. Und da sieht bei mir die Foundation immer am schlimmsten aus. Hier Haarlinie. Sind halt auch zwei verschiedene Menschen so, ne? So, jetzt könnte ich das so abnehmen und wieder ranmachen. Augenbrauen, ich hoffe, man sieht dieses Graue. Von beiden wahrscheinlich ziemlich nice. Aber eigentlich interessiert mich, was passiert, wenn ich mir die Nase schnaube. Aber sie macht doch auch immer dieses so Lip-Singing und dann macht sie so. Bei mir sieht es halt einfach aus, keine Ahnung, wie ein Frauschweiger ist. Ganz ehrlich, mein Wort zum Sonntag. Ich denke, sie macht das komplett aus Marketinggründen. Also ich glaube, sie hat einfach für sich entdeckt, okay, wie kann ich in Make-up viral gehen, aber ohne dass es so, wie kennt ihr noch die alten viralen Hacks so, die es dann gab? Ihr wisst doch, so Löffel und Kondome und Dildos. Auf einmal haben wir die mit Essen, haben wir doch dann Make-up, also ich nicht, aber ihr wisst ja, diese viralen komischen Videos, die keiner verstanden hat. Aber trotzdem halt 21, 30, 40 Millionen Aufrufe hatten. Ich glaube, sie hat für sich einfach überlegt, okay, wie kann ich im Make-up-Bereich viral gehen? Wie bleibe ich in aller Munde? Wie werde ich oft geteilt? Es geht ja auch darum, nicht nur viel geguckt zu werden, sondern dass diese Videos untereinander viel verschickt werden, geliked werden und Kommentare und so. Und das hat sie für sich einfach richtig gut entdeckt. Und ich glaube, das ist einfach so eine Marketing-Schiene, um schnell groß zu werden. Ich meine, sie ist in aller Munde. Jeder teilt sie. Ich werde gefühlt von jedem Zweiten gefragt, was ich darüber denke. Ich habe vorhin ihren Namen gegoogelt, weil ich versucht habe herauszufinden, ein Produkt, was ich nicht sehen konnte. Habe das gegoogelt. Gefühlt jede große Zeitschrift hat schon über sie geschrieben. Alle großen Blogs haben ihre Routine probiert. Ich sitze jetzt hier. Und ich glaube, dass es einfach eine sehr, sehr gute Social-Media-Marketing-Strategie ist. Und die erfüllt sie einfach richtig gut. Nase schnauben. Also hier habe ich halt einen krassen Kratzer drin. In der Oberlippe. Hier fehlt jetzt natürlich alles. Ich frage mich, wenn ich so ein bisschen ausblende. Okay, was ich machen kann, ist tatsächlich, ich habe so viel Produkt drumherum, dass das immer noch reicht, um das mit dem Finger auszublenden. Und dann fällt es eigentlich schon gar nicht mehr auf. Ja, okay, nein, das sieht schon wild aus. Hier die Nasenpartie.
Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Es ist natürlich völlig fernab von dem, was ich jemals machen würde. Aber ich finde es nicht schlimm, dass sie es macht. Ich finde, sie soll machen, was sie möchte, wenn es sie glücklich macht. Sie fügt niemandem irgendwas zu. Deswegen, sie soll einfach machen, wenn sie es dadurch glücklich ist. Oder wenn es auch nur marketingtechnisch für Social Media ist, auch gut. Weil das ist das, wovon all diese Menschen leben letztendlich. Es wird ja konsumiert, ja. Und da, wo Konsum ist, da wird auch gemacht. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen denke ich mir, alles richtig gemacht. Ich würde eure Meinung gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Was denkt ihr zu diesem ganzen Tamtam, um diesen Look, um diese Routine? Würde mich einfach interessieren. Ich freue mich, wenn ich das jetzt einmal runterschminke. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.